Jochen Krumbach, Jörg Bergmeister und Lukas Luhr feierten beim 6. Lauf zur VLN Langstreckenmeisterschaft Nürburgring einen historischen Triumph. Im Porsche 911 GT3 RSR errang das Trio den 500. Wertungsgruppensieg für Porsche in der 37-jährigen Geschichte des Championats. Das Startduell konnte der Alzen Z4 für sich behaupten, doch bereits in der ersten Runde verlor die BMW-Mannschaft die Führung durch einen Unfall. Der Rowe SLS übernahm Platz 1. Doch auch die Sieger des letzten VLN-Laufes hatten nicht lange Freude an dieser Position. Nach einsetzendem Regen endete das Rennen für beide SLS unfallbedingt. Auch diverse andere Fahrzeuge fielen dem Regenchaos auf der Strecke zum Opfer oder verloren Positionen beim Reifenpoker. Zur Rennhälfte lag so mit dem Audi von LMS ein leistungsschwächerer SP3T-Renner in Front. Doch mit Abtrocknen der Strecke schlug die Stunde der Mannheim-Mannschaft. Die richtigen Reifen zur richtigen Zeit bedeuteten bereits nach etwas mehr als 2 Rennstunden die Führung. Diese gab das Porsche-Trio bis zum Zieleinlauf nicht mehr ab. Mit Menzel und Kohler auf Rang 2 holte Mantai Racing sogar einen Doppelsieg, während sich das Newcomer-Team GetSpeed mit ihrem Cup Porsche über den 3. Podestrang freuen konnte.